die Forster-Modelle, Fantasy, ja, das ist schon Premium auf Forster-Basis. Living Up sind die Basismodelle. Du kannst mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Alles richtig. Detlef, ich grüße dich. Ja. Hallo. Ist das jetzt der letzte Tag? Du warst komplett auf der Messe da? Ich bin die ganze Zeit hier. Jetzt können wir ein schönes Video drehen. Ich bin richtig textsicher, nachdem ich den Leuten die ganzen Tage die Fahrzeuge erklärt habe. Jetzt weißt du auch alles, gell? Was so an Fragen kam. Jetzt habe ich auch die letzten Fragen beantworten können. Was waren denn so die häufigsten Fragen? Das würde mich mal interessieren. Die häufigsten Fragen? Ja. Oder kann man das gar nicht sagen? Das kann ich dir so pauschal nicht sagen. Okay. Also ich sag dir die lustigste Frage. Okay. Ob die Sitze vorne elektrisch drehbar wären. Elektrisch drehbar wären, ja. Und dann hast du sie ausgelacht, hast sie direkt rausgeschickt und hast gesagt, sie müssen jetzt sofort die Messe verlassen. So ein Typ bist du doch, oder? Nee, du bist nett, oder? Die zweitlustigste Frage war, nachdem ich dann die Funktion der Dieselkraftstoffheizung erklärt habe, ob denn der Kühlschrank auch mit Diesel zu betreiben wäre. Der Kühlschrank? Ja, ich habe die natürlich mit Ja beantwortet. Man muss ja nur den Motor laufen lassen, dann kann ich auf 12 Volt umschalten. Du hast vollkommen recht, ja. Das ist dann mit dem Booster, wird die Batterie geladen und dann ist der perfekt. Du, wir gucken mal ganz kurz, wenn ihr mal kurz links neben mich kommt, ja, beide, dann können wir das Fahrzeug mal erklären. Ihr baut grundsätzlich auf Via Ducato auf, gell? Hier bei uns zurzeit auf der CMT haben wir das große Glück, dass wir die Fahrzeuge serienmäßig alle auf dem Fiat Ducato anbieten können. Das heißt, der Kunde muss ja keinen Preissprung von Citroën auf Fiat vollziehen. Und Fiat ist natürlich der Hersteller, der auch hier für die Fahrzeuge gleich das Getriebe, denn die Neungang-Wandlerautomatik anbietet. Und Fantasy gegenüber dem ganz günstigen entsprechend Living Up, was sind die Hauptunterschiede? Die Hauptunterschiede sind, dass wir den Kühlschrank beispielsweise nicht mehr im vorderen Bereich einbauen, denn da muss ich mal stellvertretend für die gesamte Branche sagen, wenn ich den Kühlschrank hier vorne montiere, sind das immer ausschließlich sogenannte Kompressorkühlschränke. Die kühlen ohne Frage richtig super. Viele haben ja auch Türanschläge, die nach links und rechts aufgehen. Der Kunde muss in dem Fall für sich selbst aber berücksichtigen, dass diese Kühlschränke natürlich permanent an der 12-Volt-Versorgung hängen. Wenn ich jetzt auf dem Campingplatz bin, kein Problem. Da habe ich die Außenstromversorgung, die die Batterie wieder lädt. Fahre ich, auch kein Problem. Da lädt die Lichtmaschine in dem Fall die Bordbatterie auf. Möchte ich gerne lange Zeit freistehen, muss man hier schauen, dass man über Solarzellen bzw. eine größere, wertigere Lithiumbatterie beispielsweise den Kühlschrank entsprechend mit Strom versorgt. Und bei der Fantasy-Baureihe haben wir uns einen speziellen Luxus erlaubt. Der ist heute in der Reisemobilbranche, zumindest beim Kastenwagen, schon recht selten geworden. Ich ziehe mal gerade die Tür auf, denn die ist ja auf der Messe immer offen. Da lohnt sich der Blick auf die hintere Blechflanke. Ach, ich habe eine IS. Das sind die üblichsten Lüftungsschlitze, die wir vom Wohnmobil im großen Umfang auch kennen. Und wenn ich diese Lüftungsschlitze einbaue, dann habe ich einen Kühlschrank, der funktioniert nach einem klassischen Schema. Das heißt, ich habe hier die 12-Volt-Funktion, ich habe die 220-Funktion. Ich kann aber, wenn ich freistehe, den Kühlschrank auch auf Gasbetrieb umschalten. Gasbetrieb bedeutet in dem Falle, die Fahrzeuge haben 11 Kilo Flaschen drin. Mit einer einzigen 11 Kilo Flasche kann ich diesen Kühlschrank 4 Wochen lang betreiben. Wow. Ja? Das ist schon richtig gut. Und ein riesen anderer Grund ist natürlich auch, diese Kühlschränke funktionieren ohne jede Geräuschentwicklung. Mhm. Das heißt, ich kann in episch schönen Landschaften stehen, höre keine Geräusche im Auto, kein Kompressorgeräusch, wie zum Beispiel dieses leise Drrrrt, was die Kompressorgeräusche machen. Das alles macht der Absorberkühlschrank nicht. Ist es mit dem Fan? Genau, wenn ihr mal kurz mitkommt, dann können wir das mal zeigen. Da sind nämlich die Gasflaschen drin. Simone, deine Frage? Ob man mit dem Fantasy auch länger freistehen kann? Also du hast ja jetzt angesprochen, mit dem anderen ist es nicht so leicht. Ja, beim Fantasy haben wir mehrere Upgrades. Der hat insgesamt natürlich, die Flaschen sind schon die gleichen vom Volumen her. Der Living Up hat es auch. Die Isolierung ist beim Fantasy deutlich dicker, sodass hier der Kunde der Wintercamping wünscht, natürlich hier ein bisschen besser nach außen isoliertes Fahrzeug hat. Riesenaspekt für mich ist der Absorberkühlschrank, der komplett geräuschlos läuft. Und hier, wenn ich mir mal einen Gefallen machen würde, das Licht nochmal anmachen würde, weil das ist so schön, das Fahrzeug. Die Simone hat es ja schon gelernt. Hauptschalter an, Simone, Licht an. Hauptschalter. Hauptschalter vorne. Detlef, mach das mal kurz. Ich mach mal hier die Schränke auf. Weil das haben wir eben schon gehabt, da war es grau und grau und wir dachten, okay, bei Trigano, da sparen die ein bisschen am Licht, aber es war gar nicht so. Wir haben nur einen Hauptschalter nicht angemacht. Aber man muss auch bedenken, die Messe ist ja noch nicht geöffnet, also wir sind ein bisschen früh heute. Stromsparen ist das große Thema. So, Detlef kommt nochmal gleich zu uns. Also große Schränke hast du mit drin, jeweils ordentliche Metallscharniere, das merke ich auch schon. Vollkorpusmöbel,
Also das Ganze ist richtig schön und das hier ist natürlich ein tolles Fahrzeug. Als Querschläfer hast du richtig viel Platz, oder? Ich würde euch gerne noch mal ein paar Kleinigkeiten im hinteren Bereich zeigen. Wir haben recht breites Bett. Das hat hier 1,45 Meter Breite und ich sag mal, für die Ducato übliche Liegelänge von um die 1,95. Ist aber komplett rechtwinklig. Ob ich da letztlich das Kopfkissen auf die linke oder auf die rechte Seite packe, ist in dem Fall völlig gleich. Interessant ist hier nochmal der Lattenrost, der drunter ist. Das ist bei uns nämlich eine relativ leichte Aluminium-Grundkonstruktion mit integrierten Federlatten. Das heißt, der ist relativ flach und der ist natürlich mit diesem geringen Gewicht auch gut herausnehmbar. Der wiegt gar nichts, oder? Der wiegt fast nichts. Ja, da sehe ich also bei anderen Herstellern ganz andere Lösungen drin liegen. Das ist eine sehr perfekte Lösung. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Und was im unteren Bereich auch interessant ist, wir können natürlich insgesamt den ganzen Lattenrost hier zur Seite falten, dass man einen großen Schlauchraum hat. Ich mache das. Also das kommt darüber. Dann der Lattenrost ist wirklich sehr, sehr leicht. Und man kann es oben festmachen. Da oben sind so Gurte. Genau, oben mache ich es mit den Gurten fest. Ich kann jetzt aber auch sagen, wir machen am Wochenende Flohmarkt. Ich räume das ganze Ensemble samt Lattenrost und Matratzen komplett raus und tue meine Bananenkisten oder irgendwelche Dinge, die ich transportieren will, da rein. Zum Transportieren praktisch ist der Umstand, dass wir hier unten keinen Blechdeckel auf den Fußboden geschraubt haben, wo irgendwelche Gabelagen oder Kabel, Leitung oder sonst was durchgeführt wird. Hier haben wir von hinten nach vorne einen komplett durchgehenden flachen Fußboden in diesem Fahrzeug. Das ist natürlich genial, wenn du jetzt zum Beispiel bist irgendwie auf einer Montage oder so und hast noch Sachen mit dabei. Es gibt ja viele, die, ich sag mal, auf Montage fahren, die sich jetzt auch ein Wohnmobil holen. Für das Geld spart man sich das Hotelzimmer. Ja, ganz logisch. Wenn ich jetzt überlege, was ein VW-Bus heutzutage kostet, da habe ich den Wagen schon bezahlt und noch Geld über. Jetzt mal Hand aufs Herz, ja. Es gibt so viele Unterschiede. Wenn ich nicht so Leute wie dich dabei hätte, dann würden wir jetzt sagen, ja, das Bett ist so breit, das ist so lang. Man muss es genau erklären den Leuten, oder, die Unterschiede. Kastenwagen gibt es halt wie Sand am Meer bei jedem Hersteller. Der Kunde, der reinschaut, der sieht dann meistens die übliche Aufteilung. Vorne wird gesessen, hinten wird geschlafen. Und dazwischen gibt es noch irgendwo ein Badezimmer und eine Küche. Ja. Wenn man genauer hinschaut, entdeckt man zwischen den einzelnen Herstellern aber interessante Unterschiede. Und ich bin dafür da, den Leuten das zu zeigen und zu erklären. Ich muss auch sagen, das mit dem Kühlschrank, ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen. Ich hätte halt gesagt, ja gut, der ist günstiger, nehme ich den, der gefällt mir vielleicht Einrichtung besser. Oder ja, man muss sagen, das Zeug ist ja heute auch nicht mehr so teuer. Also jetzt ein Solarpanel mit Einbau, sagen wir mal, zwischen 500 und 1000 Euro, kriegst du da hin, da kriegst du schon ordentlich Solarleistung, Lithium kostet auch nicht mehr die Welt. Das kannst du ja nachrüsten. Aber er hat vollkommen recht, die fressen Strom. Also wenn man das nicht mit einer ganz normalen Bleigel AGM, die ist ruckzuck leer, also mit dem Kompressor. Simone, ganz ehrlich, für die Hersteller, für die Produzenten ist es günstiger, den elektrischen Kühlschrank einzubauen. Den kann ich irgendwo im Fahrzeug verschrauben und da stecke ich hinten ein Kabel rein. Ja. Dann bin ich schon fertig. Der größere Montageaufwand entfällt für den Absorberkühlschrank, weil da muss ich nicht nur dieses eine Kabel verlegen, nämlich noch zwei andere. Das heißt hier zum Beispiel auch die Gasleitung. Ja? Aber für den Kunden ist es letztlich von der Funktionsweise das flexiblere Gerät, weil ich ja diese Umschaltbarkeit auf drei verschiedene Energiequellen habe. Ja, was natürlich toll ist, ist, er ist sehr leise, er ist neben dem Bett. Ich mache den Kompressorkühlschrank nachts sogar aus, weil er mich nervt. Wenn du mal kurz reingehst, die haben so Silent Modes, die sind im Zweifel aber nicht silent. Und hier ist was ganz Tolles. Ist hier eine Dieselheizung drin? Oder? Die Ventesi-Baureihe hat ein spezielles Techniksystem verbaut. Also wir haben im Gasbereich natürlich den Kühlschrank, wie schon erwähnt, der ist ja umschaltbar auf Gasfunktion. Wir haben natürlich den Kocher, wie bei jedem anderen Wohnmobil auch. So, und die Heizung ist? Und wir haben hier eine spezielle Aufteilung im Heizungsbereich. Das Warmwasser wird in einem Trummerboiler erzeugt, der mit Gas funktioniert. Ich klappe euch das mal auf, dann könnt ihr hier in die Sitzbank reinschauen. Okay, das heißt, das warme Wasser mit Gas, Kochen mit Gas, Kühlschrank mit Gas. Lass uns mal die andere Richtung nehmen. So. Ach so. Weil dann können wir nämlich das Polster hier einfach reinschauen. So, geht dann auf. Geht viel leichter. So, wenn ich das aufklappe, dann seht ihr hier schon ein paar interessante Aspekte. Wir haben da hinten den Gasboiler, der erzeugt 10 Liter warm Wasser oder Heißwasser, so wie das die Trummer-Kombi auch machen würde. Ihr seht, da kommen von unten Duschschläuche aus dem Boden heraus. Das ist unsere Diesel-Kraftstoffheizung der Firma Webasto. Die ist hier unterhalb des Fahrzeugs montiert und verbläst quasi über die Schläuche die warme Luft im gesamten Fahrzeug. Und dann haben wir eine Bordbatterie. Das ist jetzt ein Dummy hier auf der Messe.
welche Batterie der Kunde da letztendlich wünscht, ob das eine normale Standardbatterie im RGM-Format wird oder ob man hier eine hochwertige Lithiumbatterie unmittelbar verbaut, das entscheidet der Kunde dann im direkten Gespräch mit dem Händler. Ja, der Boiler, das ist interessant. Es gibt übrigens noch die Möglichkeit, kannst du nachrüsten, einen Wärmetauscher für die Dieselstandheizung, die du drin hast. Und dann hast du nochmal zusätzlich 10 oder 7 Liter ganz heißes Wasser, 70 Grad, dauert ungefähr 2 Stunden. Hast du da, geht einfach nur mit der warmen Luft. Ja. Das ist ziemlich cool. Haben wir gesehen, für 400 Euro war ziemlich gut. Es gibt ja viele Bastler und es gibt die Leute, die sagen, ey, habe ich gar nichts mit zu tun, will ich fertig haben, brauche ich einen Fachhändler einbauen und so fort. Habt ihr, ich sag mal, gerade die ganz preiswerte Baureihe, zum Beispiel Living Up, ist ja ein optimaler Start-up für Leute, die sich so später mal irgendwann mal irgendwas ausbauen wollen, oder? Der Living Up ist eigentlich richtig günstig, wenn ich überlege, dass so ein Werk die Fahrzeuge natürlich tausendfach einkauft, da entstehen ja ganz andere Einstiegspreise. Natürlich auch für die ganzen Komponenten wie Toiletten, Kühlschränke, Kochersysteme. Das wird ja alles palettenweise per LKW geliefert. Der Individualausbauer kann natürlich hier diesen Preisvorteil für sich so nicht mitnehmen. Aber das Ganze, was anschließend als fertiges Fahrzeug angeboten wird, das ist natürlich hier im Preisverhältnis deutlich günstiger, als wenn ich anfange, das alles individuell selber alleine aufbauen zu wollen. Ist eine gute Basis, finde ich, also dass man da was ausbauen kann. Weil ist ja klar, ich besorge mir das Fahrzeug selber, da kriege ich keinen Rabatt. Ihr kriegt als Hersteller auf die Fahrgestelle natürlich tolle Rabatte, weil ihr Tausende abnehmt. Das kriegt der Kunde nicht. Und er kriegt ein tolles, fertiges Fahrzeug. Sag mal hier, die Holzfarben, die sind alle ganz hell. Das kommt sehr gut an, oder? Simone, mal ganz kurz, wo du da gerade stehst, Fällt dir was auf? Die Tür eckt nicht an. Ja, also du kannst die Tür völlig frei aufschwingen. Ja. Ich habe hier also niemals eine Stoßkante gegenüber der Küche. Also die Tür ist immer so konstruiert, dass sie von der Breite genau in den Gang geht, ohne gegenüber in die Möbel gegenüber anzuschlagen. Wir haben Metalltürgriff. Wir haben auch ein Badezimmer. Fass mal bitte die Duscharmatur an. Unten, den Mischhebel unten, da das Brauseteil. Ja, das ist alles aus Metall wie zu Hause. Das ist echt der Hammer. Und interessant ist auch, dem Kunden noch zu sagen, wenn ich mich im Fahrzeug bewege, hier im Laufgang, bitte unbedingt darauf achten, nicht so Hochglanzfronten nehmen, sondern am besten diese Holzstrukturierung. Weil, hat man einen Wacken, ne? Ja, jede kleine Schramme, die du mit der Gürtelschnalle zum Beispiel hier reinfrisst, ja, da ärgert man sich grün und blau, wenn das eine Hochglanzfassade ist. Hier bitte immer drauf achten, Holzstrukturen wählen, die so wesentlich solider und belastbarer sind. Ich zeig gerade mal die Schränke. So. Hier kommt natürlich noch dazu die Funktion, sobald der Kühlschrank hier vorne nicht eingebaut ist, haben wir entsprechend größere Schrankbereiche, die bis nach vorne gehen. Und wir können den Küchenblock an sich etwas schmäler machen. Ja, der muss ja nicht so breit sein wie der Kühlschrank. Der Kühlschrank ist ja in dem Falle da hinten und dann entsteht hier vorne im Gangbereich nämlich ein bisschen mehr Platz. Detlef, lass uns mal zum nächsten gehen, denn wir haben ein bisschen was vor mit euch. Die Leute haben nämlich gesagt, filmt mal mehr Forster. Die bauen gute Fahrzeuge für kleines Geld. Das ist die Einstiegsserie bei jemand, der sogar noch im Vorstand des Caravan-Verbandes sitzt, euer Chef. Ja, der kennt sich richtig aus und ist gut vernetzt, oder? Ich denke, ihr sprecht vom Holger Siebert. Ja. Sehr netter Mensch, der macht das schon jahrzehntelang und ich glaube, der weiß, wovon er spricht. Sehr schön, da ist er, der Vantasy auf der CMT 2023. Preis, den wir hier haben, 50.500 Euro, Vantasy 595 HB. Ich danke dir herzlich, Detlef. Ohne dich wäre uns das alles jetzt entgangen. Und ich danke natürlich dir auch, Simone. Tschüss.